bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Polly. Sammy, oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 halte durch. Ich hol den Truck, dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar. Klar haben wir das. Tony und Donny auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's Sam? Naja, halbwegs stabil. Ich hol ihn. Bleib wachsam. Komm, Lumpe. Es geht nach Hause. Ich brauch den Arzt, Polly. Halt durch! Okay. Okay, okay. Wir bringen dich wieder zusammen. Okay. Polly! Noch mehr Gesellschaft!
Okay, rein da. Ich bin hier, Seth. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung. Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Come on!
Geschütz lahm, wenn das Feuer kurz stoppt! Jetzt, Tommy! Sie lagen nach! Jetzt! Schieß endlich! Ziel auf die gepanzerte Frontscheibe! Ich hab ne Idee! Geschafft. Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon 3. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber... Es gab einen kleinen Unfall. Wir haben einen Verletzten. Gut, bring ihn ein. Okay, danke. Okay. Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey. Du hast dich gut geschlagen. Our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. This is no time to cavil or to question the standards set by this universal agreement. It is time for patience and understanding and cooperation. The workers of this country have rights under this law, which cannot be taken from them, and nobody will be permitted to whittle them away. But, on the other hand, no aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them poised. A principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, Old Hickory, died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to.
time asked whether the American people will pull themselves out of this depression, I answer, they will if they want to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week for any individual by common consent, and a universal payment of wages above the minimum, also by common consent. My friends, I cannot guarantee the success of this nationwide plan, but the people of this country can guarantee its success. I have no faith in cure-all, but I believe that we can greatly influence economic fortune. I have no sympathy with the professional economists who insist that things must run their course and that human agencies can have no influence on economic ills. For some reason, we happen to know that professional economists have changed their definition of economic laws every 5 or 10 years for a very long time. But I do have faith and retain faith in the strength of common purpose and in the strength of unified action taken by the American people. The president there speaking earlier this year on the National Recovery Administration. With music programming and up-to-the-minute news, this is WLH, Lost Heaven Radio. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Arbeit. Heirate mich. Okay. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren.
Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich.